denn? Ja, nee. Kein Problem, wir lieben dich. Hamburg, wir lieben dich. Mal gucken erstmal. Erstmal jetzt Stimmentest, ob man dich hört. Hört okay, ihn hör, jetzt? Hört man mich? An die Leute im Chat, ich könnte mal immer schreiben, ob man mich hört oder nicht. Genau. Okay, man hört Guck mal, mich. guck mal, das Ding ist, du kannst jetzt deine Sache sagen. Gerne. Ja, also bevor ich meine Frage an ihn stelle, an Harut heißt er, glaube ich, müssen wir erstmal einen Punkt festlegen, an dem jeder, der an einen Gott glaubt, glaube ich, uns zustimmen wird. Und zwar die Souveränität Gottes, dass Gott nicht von etwas Negativem betroffen werden kann. Sowohl im Christentum, im Judentum, als auch im Islam. Was heißt, für dich, damit jetzt mittlerweile 100 Leute zuhören bzw. verstehen, was heißt nicht von einem was Negativen betroffen werden? Und was heißt für dich negativ? Und was heißt nicht betroffen werden? Was heißt das für dich? Zum Beispiel, kennst du das, wenn die Atheisten dich fragen, kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann? Kennst du das? Ja, das ist ja die Das ist ja Frage allein, ist sinnlos in sich. Das ist ja eine genau, sinnlose Frage, die genauso wie kann Gott sich selber zerstören oder kann Gott sich irgendwie, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Einfach was sein, ja. was die Allmacht Gottes oder die Souveränität Gottes. Aber Hamburg, diese Frage, bevor du weitergehst und deine Souveränität erklärst, diese Frage, diese sinnlose Frage, die von Atheisten benutzt wird, wird in einer anderen Art und Weise auf uns Christen angewandt, was auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Okay. Alles klar, aber du weißt, was ich meine, oder? Du weißt, ihr wisst alle, was ich meine. Du weißt, dass Gott zum Beispiel in seine Schöpfung kommen kann. Würde er nicht. Und dann sagen sie, kann er einen Stein heben. Das ist genau das Dumme, was Muslime auch die ganze Zeit machen, dass Okay. Gott nicht Mensch werden kann. Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine, oder? Richtig? Ja. Und ich habe die Bibel einmal gelesen und ich habe mehrere Verse, aber das ist der Vers, wo ich sage, okay, das ist für mich der Vers, wo ich sage, das ist der größte Fehler für mich. Und zwar Galater 3, Vers 13. Gott sagt, dass der am Kreuz hängt, verflucht ist. Und wenn wir jetzt... Nein, das steht da nicht. Ich lese es vor für dich. Ja, lies es vor. Mein lieber Chef, guten Morgen, ja, Habibi. Ich hab mir gedacht, du kommst sowieso jetzt. Deswegen. Ich habe nur gewartet, bis irgendwas passiert, was irgendwie ein bisschen mehr Substanz hat als mein Clash Royale Stream. Ich habe das einfach nur aus Langeweile gemacht, Bro. Ja, kein Problem. Bruder, das Ding, also gestern waren wir an unserem Höhepunkt erreicht. Was heißt Höhepunkt? Es war ja eigentlich kurz vor Feierabend, dass wir schlafen gingen. Nachdem ich raus war, Bruder? Mein Akku ist leer gegangen. Ja? Nachdem ich raus war? Ja. Okay, jetzt weiter. Oder sollen wir erstmal das klären und danach könnt ihr eure Privatgespräche machen? Nee, das ist nicht privat. Hamburg, pass auf, ich erkläre es dir. Wir werden das niemals vergessen, dein Thema. Und zwar gestern waren wir, also ein Bekannter, unser Freund kam wieder rein, ja, Fitnerdauer, und hat was gesagt und ist abgehauen. Er hat uns noch Bruder, ich hasse ihn, also ich Bruder, frage ihn. Nein, wie du hast ihn. Also guck mal ehrlich, ich liebe ihn. Ja, und ich mag ihn, Bruder, ich hasse ihn, Bruder. Meinst du mit Fitnerdauer haben die? Ja, genau. Ich muss wirklich sagen, ich liebe ihn sehr. Pass auf, er ist reingekommen und er hat gesagt in einem Buch, was wir vorgelesen haben, dass die Quelle von Shia ist. Und er ist einfach gekommen und hat gesagt, okay, danke, tschüss. Und dann haben wir ihm gezeigt, dass das keine Shia-Quelle ist. Welches Buch Und danach denn? später war ein Muslime war da. Ja, ein anderer, Abu Majin. Und danach, also wir haben ihn ja im Prinzip zerpflückt. Bruder, bitte, eine Sekunde, wo du den Namen gesagt hast, tust du mir bitte einen Gefallen. Lad diesen Abu Majin bitte, guck mal, bitte lad den nicht mehr in deine Streams ein, Bruder. Also, ich erkläre dir kurz. Er hat meine Mutter, meine ganze Familie beleidigt, das Christentum beleidigt, alles beleidigt. Bruder, wirklich, gibst du jemandem keine Bühne? Du wolltest doch den Vers vorlesen. Lass doch mal bitte bei dem Vers bleiben. Warte mal bitte ganz kurz. Weil bei der nächsten Gelegenheit wird er das wieder machen. Pass auf. Ich erkläre es nur noch ganz kurz. Mhm. Wir haben ihm die Schriften gezeigt und dann hat er gelogen, ja, und ist dann bei Hamdi rein und hat dann so Ärger bekommen von Hamdi, richtig Ärger, und die waren alle enttäuscht
Und ich habe das dann, sein Live habe ich hier in meinem Live gezeigt und alle haben sich kaputt gelacht. Okay, jetzt können wir den Vers vorlesen, Galater Ja. 3,13. Ja, Ja, kleinen Moment. gerne, Hamburg. Ich kann heute nicht so lang bleiben, weil ich war kurz beim Bäcker Okay. Ich und grüße dich, Hamburg, übrigens. ja, ich grüße zurück. So, jetzt lesen wir kurz den Vers. Und danach halt, wie gesagt, ist mein Akku ausgegangen. Es war der Höhepunkt. Alle haben gespannt zugehört. Es war richtig leise. Und es war der Höhepunkt, wie wir das gesehen haben, dass dieser Margin halt Ärger bekommen hat von seinem Meister Hamdi. Ja, und dann meinte er doch eiskalt, ich war da einmal drin. Wallahi, das erste und letzte Mal. Wisst ihr, wie oft er hier drinnen war? Unfassbar, Bruder, ja. denen ihr Lügen ist Lebensaufgabe, habe ich das Gefühl mittlerweile, wirklich. Aber ohne Spaß, Bruder, guck mal, nur ein Nasir von mir. Nimm den Typen nicht mehr hoch, gib den keine Bühne. Sofort bei jeglichster Kleinigkeit, der beleidigt dich, der beleidigt deine Familie, der Weiß. beleidigt die Religion, Heilige Geist, alles drin Ich und weiß. dran. Das Richtig ist sowieso demotiviert. jemand, er hat es nicht echt nicht verdient, weißt du? So, Galater 3 13. und 13. Da sind sie. Pass auf, 3,13, genau. du hast eben gesagt, Ja. Ja, lies erst mal vor und danach sagst du, was ich gesagt habe. nein, nein, du hast ja eben gesagt, dass wenn jemand am Kreuz ist, dann ist er verflucht, richtig? Ja. Genau. Das steht aber da nicht. Da steht, in Galater 13 steht, pass auf, da steht erstmal der Lies doch vor, Grund. Bruder. Ich schließe es vor. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, ja, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Okay, und du hast gerade gesagt, das steht da nicht, dass jeder, der Genau. am Kreuz hängt, verflucht ist. Danach hast du es mit deinem eigenen Mund vorgelesen, wie da steht. Also. Verflucht steht, also steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Also steht es doch da drinnen. Ja, aber guck mal, es steht ja davor, er hat uns losgekauft, ja, von dem Fluch des Gesetzes. Das Ja. müssen wir auch erstmal verstehen. Was bedeutet losgekauft? Das heißt, dadurch, dass der Herr Jesus Christus das ganze Gesetz eingehalten hat und ohne Sünde war und ans Kreuz gegangen ist und die ganzen Sünden aller Menschen getragen hat, ja, hat er die ganzen Sünden und sogar diesen Fluch des Gesetzes, weil jeder, der versucht, das Gesetz zu halten, steht unter diesem Fluch. Du kannst das Gesetz nicht halten. Das hat er getragen und dann, als er gestorben und auferstanden ist, deswegen steht das ja erst im Galaterbrief nach seiner Kreuzigung, steht geschrieben, jeder, der jetzt an Jesus Christus glaubt, wahrhaftig glaubt, der ist von diesem Fluch losgekauft, weil er dafür gestorben ist. Er hat uns freigekauft von diesem Fluch des Gesetzes. Und deswegen steht ja auch geschrieben, dass wir nicht mehr unter der Gnade, unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade. Das heißt, er hat deine, meine und alle Sünden der Welt auf sich genommen. Okay, Also also in erstmal diesem zu einen deiner. Moment, hat der Zorn, der eigentlich uns alle treffen müsste, wir müssen alle in die Hölle gehen. Jeder einzelne Mensch muss eigentlich in die Hölle gehen. In diesem einen Moment hat er den ganzen Zorn, ja, auf sich genommen. Verstehst du? Wenn ihr wollt, könnte ich auch gerne noch was dazu Ganz zitieren. kurz, Bruder, Gerne. also erstmal, lass uns Soll kurz ich? klären. Ja, warte, wie du auch heißt, Bruder. Ja, auch zu dem Thema, ne? Ja, Wollte ich ganz ganz kurz. kurz was Er sagen. hat ja gerade was gesagt und ich wollte darauf ganz kurz antworten, dann kannst du was sagen. Ja, gut, gerne. Okay, du bist Also, dran. Bruder, erstmal, dieses mit, du sagst ja, er hat den Fluch, also die Sünde, sagst du ja, auf sich genommen, ne? Das ist der Fluch, sagst du, richtig? Er hat alle Sünden, die jeder Mensch jemals begangen hat, genau, und auch diesen Fluch des Gesetzes. Das heißt, dass Menschen das Gesetz halten wollen, es immer nicht schaffen und immer wieder sündigen. Und diesen Fluch, also unter dem Gesetz zu stehen, bedeutet, dass du unter diesem Fluch stehst. Ja, Okay. also die Juden heute, pass auf, die Juden heute und auch damals wollten durch Werke gerechtfertigt werden. Das heißt, sie wollten mit ihrer eigenen Kraft
alle Gesetze einhalten und das haben die ja nie geschafft. Die haben Okay. immer wieder gesündigt, immer wieder. Deswegen mussten ja im Israel, die Kinder Gottes mussten ja die Kinder Israels mussten immer wieder Opfer bringen im Tempel, in der Okay. Synagoge. Mussten sie Opfer bringen, das heißt zum Beispiel einen Lahmen oder irgendwelche anderen Brandopfer oder Schlachtopfer. Warum? Weil sie immer wieder gesündigt haben, immer wieder gesündigt. Und diese Menschen, beziehungsweise auch die Juden heute, die versuchen, dieses Gesetz zu halten, stehen unter dem Fluch dieses Gesetzes. Das hat Okay. er am Kreuz erledigt. Okay, Wir okay. müssen das jetzt annehmen im Glauben. Okay. Erstmal, der Bruder Harut hat gerade gesagt, dass mit dem Fluch, der da gemeint ist, die Sünde der Menschheit gemeint ist. Und die steht im Widerspruch der Bibel. Warum steht das im Widerspruch der Bibel? Wenn wir lesen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, nehmen wir jetzt als Beispiel Hesekiel 18,20, da steht geschrieben, denn nur wer sündigt, der soll sterben, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Richtig, Sondern richtig. die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm alleine zugutekommen und Die haben doch gar keine Sünden. die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll Warte. auf ihm allein liegen. Der Jetzt, Vater und der Sohn kann tragen ich doch nicht, gar guck mal, keine Schuld. ich hab doch gerade aus, ich hab doch aus, euch ausreden lassen, wieso lässt du mich nicht ausreden? Ja, aber du hast doch gesagt, danach bin ich dran. Jetzt bin ich Ja, warte, normalerweise ganz dran. kurz, lass mich doch mal ausreden. Ich habe Ihnen doch auch gerade zugehört. Meine Güte, ey, was für ein Dann, Verständnis. wenn wir in 5. Mose, Erklärt. 5. Mose 24, 16 weiterlesen, steht geschrieben, die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünde sterben. Also, Richtig. erstmal in der Bibel gibt es nicht sowas, dass jemand für die Sünde von jemand anderem sterben kann. Punkt 1. Punkt 2 ist, du hast gesagt, er hat den Fluch auf sich genommen. Nur wenn man einen Fluch auf sich nimmt, ist dieser Fluch nicht weg. Man ist trotzdem verflucht. Egal, ob du einen Fluch auf dich nimmst oder nicht, du bist trotzdem verflucht. Und Gott muss nicht verflucht sein. Muss nicht verflucht sein und soll auch nicht verflucht sein. Es steht im Widerspruch zu seiner Allmacht, verflucht zu sein. Fertig? Ja. Okay. Sheikh, du wolltest Jo. anfangen, oder? Ich kann gerne etwas zitieren, was ich hier gefunden habe. Das wäre sehr interessant halt. Na? Weil er sagt, er nimmt ja auf diesen verflucht ist jeder, der am Holz hängt. 5. Mose 21, 22 bis 23, ne? Und Galater 3, 12, 3, 13. Hier steht ja auch, wer an einem Mann eine todeswürdige Sünde ist und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn jedenfalls an demselben Tag begraben, denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter. Hier steht jetzt weiter. So lautet das göttliche Gebot aus dem Alten Testament. Für alle Fälle von besonders schwerer Sünde hatte Gott diese Anweisung gegeben. Der Übeltäter wurde zunächst hingerichtet, was üblicherweise durch Steinigung erfolgte, zur Abschreckung für alle anderen, wurde der Leichnam sichtbar an einem Holz gehängt. Damit machte man deutlich, so ergeht es einem, der eine todeswürdige Sünde getan hat und damit göttliches Gericht auf sich erzogen hat, der durch sein Tun unter dem Fluch oder Verdammungsgrad Gottes steht. Dann geht's weiter. Mehrfach finden wir Beispiele für diese Handlungsweise. In Mose 4, Mose 25, 4 ist es Gott selbst, der Mose aufgrund des Verfalls auffordert, die führenden Männer aufzuhängen, damit die Glut des Zorns des Herrn von Israel abwende. Mit der Ausführung dieser Handlung machte Moses deutlich, dass er das Urteil Gottes über die vorgefallene Sünde völlig akzeptierte. Auch zur Zeit Josua finden wir Beispiele für diese Verfahrensweise. In allen Fällen ging es darum, für alle anderen deutlich sichtbar Gericht im Sinne Gottes auszuüben. Aber immer finden wir den Hinweis darauf, dass nicht lebende Menschen, sondern nur die Leichname aufgehängt wurden. Auf diese Weise sollten die Israeliten einen ganzen Tag lang durch das Anschauen des Gehängten unter diesen ernsten Eindruck kommen, was es bedeutet, dem göttlichen Strafgericht verfallen zu sein. Was für ein schrecklicher Anblick muss das gewesen sein? Deutlich konnte man da kaum zeigen, was das bedeutet, unter dem Fluch Gottes zu kommen. Erst am Abend beim Sonnenuntergang sollte die Leichnam abgenommen und begraben werden. Durch den Geist Gottes geleitet nimmt Petrus in Galater 3,13
Bezug auf die alttestamentliche Vorschrift, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es ist geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz, am Holz hängt. Genau. Auch die Juden zur Zeit des Herrn Jesus kannten offensichtlich diese Anweisung aus Mose 5, 21. Denn sie baten Pilatus, dass ihre Beine gebrochen und ihre abgenommen würden, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben. Johannes 19,31. Schreckliche Scheinheiligkeit dieser Männer ist das. Trotz der wiederholt von verschiedenen Personen bezeugten Unschuld des Herrn Jesus forderten sie vehement seine Hinrichtung, so als ob es eine todeswürdige Sünde sei, bei ihm gefunden worden wäre. Er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde, Sünde war nicht in ihm, er hat nichts Ungeziemendes getan. 1. Petrus 2, 22, 2, Korinther 5, 21, 1. Johannes 3 bis 5, Lukas 23, 41. Er konnte von sich sagen, der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht alleine gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue. Johannes 8, 29. Ausgerechnet ihn behandelte man wie einen Übeltäter nach alttestamentlicher Vorschrift. Mit welcher Genugtuung und Befriedigung mögen die Führer des Volkes wohl zu dem Mann in der Mitte hinaufgeblickt haben? Sie schauen und sehen mich an. Das ist bei Hey Bruder, PS 2018. wie lange geht das jetzt noch, Bruder? Wie lange willst du noch vorlesen? Das sind alles Antworten auf deine Du hast, Frage. nein, du hast, du, guck mal, du hast nicht Das sind ein alles Wort. Antworten auf deine Frage. Du konntest, warum lachst du aber? Du konntest nicht ein, Hamburg, Hamburg, bitte. du Hamburg, konntest, warte. guck mal, Bruder, du, Guck mal, das ich will waren was noch, fragen, er hat dir alles beantwortet. nein, Er hat dir nein, alles beantwortet. Und du nein. sagst, du hast nicht einmal geantwortet. Nein, du hast, er hat nicht Das ein waren Nein, nur er hat noch nicht ein ein. paar Sätze. Das waren nur noch ein paar Sätze, aber seine Dämonen haben schon getanzt. Nein. Das waren alles Antworten auf deine Frage. Nein, du Und es konntest, du wären hast noch nicht mehr ein. gekommen. Du hast nicht. Hamburg, Ich habe versucht Hamburg, zu. Okay, Hamburg, du warte, hast, warte, warte, Hamburg, warte, warte. Hamburg, warte, Hamburg, warte. Warte, warte, ich Du warst, beweise euch, guck mal, dass du er nichts warst hier, beantwortet hat. Hamburg, bist du hier, um zu reden? Guck mal, sonst gehe ich weg und du machst deine islamische Dauer. Ja, okay. Guck mal, ich werde euch jetzt zeigen, Sag dass er dir noch, nicht. ja, okay, ganz frisch. Guck mal, ich habe dich hier hochgeholt, ja. Du bist direkt hier hingekommen, als wärst du irgendein Imam aus Saudi-Arabien. Wir haben dir jetzt die Frage beantwortet, aber du warst nicht hier. Du bist zwar hier unten, dein Name steht da, und du liegst gerade auf der Couch im Bett, ja, Nein, das aber ist du nicht warst, hier. nicht da. Du hast gar nicht zugehört. Okay. Also Ich erstmal, hätte noch mehr, übrigens, warte mal kurz, okay, nein, bevor warte du mal, hier eingreifst. ich Weil, habe guck mal, mitgeschrieben und wir werden jetzt gucken, ich habe mitgeschrieben, wir werden jetzt gucken. warte mal kurz, du warst doch vorhin der Meinung, dass man aussprechen lassen sollte. Willst du die Beweise weiterhin zu Ende hören? Ihr redet, aber du redest schon seit 5 Minuten, 10 Minuten und ich darf Ja, nichts sagen. das beweist aber alles deine Frage. Ich Nein. antworte auf deine Frage und zwar ausführlich. Nein, du hast einfach nur gesagt, warum der Kreuz ein Fluch ist. Du hast gesagt, warum man verflucht wird, wann das Nein, entstanden das ist. habe ich nicht nur Doch, hast gesagt. du gesagt. Guck mal, du weißt nicht, was du gesagt hast, aber ich habe mitgeschrieben, was du gesagt hast. Sollen wir gucken, was du gesagt hast? Hamburg, Jesus Christus, Hamburg, was stimmt nicht Hamburg, mit dem Hamburg. Gesicht? Wir gucken jetzt, was er gesagt hat. Moment, Moment. Hamburg, Hamburg. Moment, ich habe das mitgeschrieben. Wir gucken jetzt, was er gesagt hat. Mach mich doch mal groß, bitte, Harut. Hamburg, Hamburg, warte mal, guck mal. Warum Guck hast du mal, du Angst hast davor, dass doch. ich das dir zeige? Wir haben, mein Freund, wir haben keine Angst. Wir sitzen hier jeden Tag für Stunden. Wir zeigen dir, wer dein Gott ist. Wir zeigen dir, wer Mohammed ist. Wir zeigen dir, dass er eine Sechsjährige geheiratet hat. Wir haben keine Angst. Ich zeig mein Gesicht. Okay. Ja, warum? Okay, soll ich dann zeigen, was dein Freund, wie er auch heißt, gerade alles vorgelesen hat? Sollen wir das uns angucken zusammen? Ja, lies es vor. Lies es einfach vor. Wir gucken jetzt, was er geantwortet hat. Und Jetzt gibt er sich selbst einen Knockout. du wirst jetzt ehrlich sein. Ich gebe mir einen Knockout. Du gibst dir jetzt Lies selbst einfach einen vor. Knockout, wenn du alles rezitierst. Okay. Hamburg, lies vor. Moment. Aber nichts aus dem Kontext reißen und nicht nur das, was du willst. Hä, wieso? Guck mal, jetzt sagt er nicht auch. Du hast doch was Guck mal, vorgelesen. lies doch Warum einfach vor. Lies doch einfach vor. sagst du Nee, es weil ich nicht? das immer wieder lustig finde, wenn Muslime die Bibel lesen. Nein, das hat doch gar nichts damit zu tun. Guck mal, Ja, dann lies bitte. du hast gesagt, Ja. wenn man einen Fluch auf sich nimmt,
Heißt es nicht, Ja. dass man. Ja, ne, es ist, also Guck, Faruk, ist. Guck mal, lass mich nur das ist ausreden. bei Guck mal, ihm hängen geblieben. lass mich. Siehst du, nur das ist hängen geblieben. Lass mich doch mal ausreden. Leider ja. Wenn man einen Fluch auf sich nimmt, es macht es nicht besser. Also, Fluch ist Ja. Fluch, Fluch bleibt Fluch. Ein Gott kann nicht verflucht sein. Siehst du, Harut, nur das ist Ein bei ihm Gott hängen kann. geblieben. Okay, Hamburg, seid ihr, nur seid ihr, das ist seid hängen ihr dabei? geblieben. Seid ihr dabei? Hamburg, Ja, bitte, das ist doch nur nicht das normal. ist Du hängen hast geblieben. gesagt, du hast das aufgeschrieben und du sagst einfach, Gott kann irgendetwas nicht. Gott kann alles und so hat er es auch gar nicht erklärt. Du kannst gleich nochmal hochkommen. Aber er hat ganz klar gesagt, dass er, ja, wir glauben ja an die zwei Naturen leben, lehren, dass er das auf sich genommen hat und zum Fluch wurde. Der Mensch Jesus Christus. Und wenn in der Bibel steht, dass Väter nicht für die Sünden der Kinder tragen und dass jeder vor Gott gerecht stehen soll für all seine eigenen Sünden, daran glauben wir. Ja, kein Mensch soll die Sünden der anderen Menschen tragen. Und das glauben wir aber nicht in dem Fall des Herrn Jesus Christus, weil er nicht Mensch ist, nur Mensch ist oder war, sondern auch zu 100% Gott ist. Und jetzt kannst du doch mal hochkommen. Bruder, Harut, dazu Ja. kommt ja, ich war noch nicht mal ganz fertig. Ich hätte Ihnen noch Richtig. viel mehr Beweise gebracht. Guck mal, ich bin erst seit 1,5 Jahren im Glauben. Ja, kein Und Problem, Bruder. ich hätte ihm trotzdem noch viel mehr hier geben können. Es war nicht mehr viel, weil das meiste war ich durch. Hätte er sich wirklich ein paar Gedanken darüber gemacht, hätte er sich tatsächlich diese Schriften, diese ganzen Verse und die ganzen Bibelstellen, die ich ihm gegeben habe, tatsächlich aufgeschrieben. Alles, was bei ihm hängen geblieben ist, ist tatsächlich einfach nur: Hör verflucht, hör verflucht. Das war's. Leer, einfach innerlich, Punkt. Mehr ist leider nicht hängen geblieben. Ich So, grüße wir dich, haben Mustafa. Mustafa. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Was möchtest du uns mitteilen, beziehungsweise möchtest du was sagen? Hast du das besser verstanden? Jano, Du hast ja. Bruder Jano, ich gehe kurz Mittagessen, meine Frau hat Essen gemacht, schön. Okay. Ich esse kurz und danach Mit dem komme ich wieder, Lecken. okay? Ja, Gottes Segen, Bruder. So, Mustafa, das Thema jetzt war, er hat die Frage gestellt wegen Galaterbrief 3, ab Vers 12, also 13, 14, wo, was wir Christen glauben, ist ja, dass der Herr Jesus Christus zwei Naturen hatte. Ja? Also, er war eine Zeit lang Mensch, Gott wurde Mensch. Ja? Warum? Weil früher Hatte er mussten. in dieser Zeit alle Eigenschaften Gottes? Also er war ja auch hundertprozentig Gott oder als er Mensch war? Ja, der Geist in ihm, also in ihm, der hat er gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Geist in ihm, ja, war der Vater, also war Gott. Deswegen sagt er ja auch in Markus 13, wo der Tag des jüngsten Gerichtes ist, bestätigt er ja nochmal, dass er es weiß, als er sagt ja nicht, dass niemand es weiß, sondern er sagt, dass nur der Vater es weiß. Und gleichzeitig sagt er, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber er Und der sagt, der Vater. Sohn weiß es nicht und der ist der Sohn. Ja, du liest aber nicht zu Ende. Du musst die Verse dann, danach wird das mit dem Gleichnis erklärt. Es wird beschrieben, wie ein Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen soll. So wacht auch ihr, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend, zur Mitternacht oder in dem Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Dieses Gleichnis bis zum Ende in Kapitel 13, das sagt ganz klar, damit kein Mensch hier auf Erden jemals sagen kann oder für sich beanspruchen kann, kein Mensch, wann Gott wiederkommt. Und das hat auch noch niemals gesagt. Niemand weiß, wann er kommt. Damit kein Mensch, weil er ist ja der Sohn des Menschen. Ja, damit meint er sich als Mensch auch. Ja, dass kein Mensch das baut. Na, aber ich sag dir eins, du kannst nachforschen. Es gab und es hat seitdem sehr viele Sekten gegeben, die die Bibel genommen haben und gesagt haben, dass sie die einzige Wahrheit haben, dass diese Sekte der wahre Weg ist. Und sie haben zum Beispiel gesagt, Jesus kommt 1980. Jesus kommt 1990. Ist das passiert? Nein. Und wir haben die Bibel. Und da steht drin, dass nur der Vater das weiß und kein Mensch das weiß.
Also Jesus weiß es jetzt, sagst du? Natürlich, er ist doch wieder zurück auf seinem Platz. Er sitzt doch auf dem Thron und wartet, bis allen Heidenvölkern das Evangelium verkündigt wird. Also allen Heidenvölkern. Das bedeutet, jeder Mensch auf Also der ist er Welt jetzt soll nicht das. mehr der Sohn? Ist er jetzt nicht mehr der Sohn? Er ist, was ist er jetzt? Er ist doch immer noch der Sohn, oder? Ja, er wird der Sohn des Menschen genannt, er wird Sohn Gottes genannt, er wird Also ewig das ist Vater nur, genannt. ey, Er ist der aber allmächtige diese. Gott im Geist. Guck mal, im Geist, deswegen haben wir auch kein Problem, wenn wir sagen, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Guck, Das ich Ding ist ja, verstehe dass nicht. der Geist. Ich verstehe nicht, wieso da immer so ein Spielchen drumherum gemacht wird in der Bibel. Es wäre so einfach zu sagen, dass Jesus Gott ist, dass er allwissend ist, dass er die Stunde wissen wird, bla bla bla, was du jetzt gesagt hast. Wieso wird da so Nein, ein nein, 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 Spielchen nein, jedes Mal nein, nein, drumherum pass auf, gemacht? pass auf, pass auf, ich sage dir doch gerade, stell dir mal vor, ja, einfach nur vorstellen, jemand wird ganz neu bekehrt, wird Christ und liest diese Stelle, ja, und fragt, was bedeutet das, dass nur der Vater den Tag weiß? Dann sage ich, ja, der Herr Jesus Christus sitzt auf seinem Thron und er weiß selber, wann er wiederkommt. Dann sagt er ja, aber mir hat jemand aus irgendeiner Dingsgemeinde oder so erklärt, gerade oder gesagt, Jesus kommt 2030 wieder. Dafür ist diese Stelle da. Dann kann der kommen und sagen, nein, 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 nein. Kein Mensch kann dir das sagen. Das ist als Sicherheit da. Ja, das ist als Sicherheit dafür da. Weil du sagst gerade, wieso steht das nicht einfach? Diese Stelle steht geschrieben, damit Es wir könnte doch wissen, dass einfach. kein Mensch. Rede. Guck mal, wenn du diese Stelle liest, sollst du wissen, dass kein Mensch aus irgendeiner Sekte oder irgendeiner Kirche oder irgendeiner Gemeinde sagen kann, Jesus kommt in 10 Jahren. Ich weiß das. Ich weiß das. Dann zeigst du ihm die Stelle Markus 13 und sagst, nein, nicht mal die Engel wissen das. Auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater weiß es. Warum sagst du sowas? Das ist für uns als Sicherheit da. Deswegen wird das auch mit dem Sohn danach, wie ich dir eben erklärt habe, erklärt. Damit kein Mensch auf der Welt behaupten kann, wann er wiederkommt. Das ist sogar sehr gut, dass wir diese Warnung haben. Du bist einer von vielen, der mir eine andere Sache da gesagt hat. Sehr viele Christen, auch hier auf TikTok, sagen dazu was anderes, aber Ja, was sagen die denn? Weil du du kannst sagst ja ja eben. glauben, dran glauben, was du willst. Ja, okay, kein Problem, du kannst auch glauben, was du willst. Aber in der Offenbarung, wenn du die Offenbarung kennst und schon mal gelesen hast, schau mal in Kapitel 1. Schau mal. In Kapitel 1 steht geschrieben, ab Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Pass auf. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Kennst du das, wenn die Muslime, wenn du, wenn Muslime Das ist machen das, doch was immer so oft. zurückkommt, oder? Das ist Ja, eine, da ist, genau. da wird seine Rückkehr beschrieben, oder? Ja, daran glaube ich ja auch, Genau. also, wie weit. Ja, genau. Aber guck mal, was er über sich selbst sagt. Ich bin das A und das O, Alpha und Omega. Und du weißt, im Islam ist er ein Name bzw. ein Attribut von Allah, das Anfang und das Ende, richtig? Weiß, dass das Wort ist voneinander. Ja, können wir gleich schauen. Anfang und Ende, so ist eins seiner Attribute, sein Name. Hier steht aber, Jesus sagt das selber über sich und er sagt noch viel mehr über sich. Guck mal. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist, der war und der kommt. Spricht Was da der steht hier? Vater oder der Sohn? Hier spricht der allmächtige Gott. Jesus Christus ist ja der allmächtige Gott. Ich zeige dir das klar. Aber was steht hier? Also alle drei, ja, da steht Allmächtiger, aber da reden dann alle drei oder was? Weil nach deiner Meinung sind Nein, ja alle das drei ist allmächtig. nicht alle drei. Guck mal, Gott ist Geist. Gott ist Geist. Geist. Unsichtbar. Der Geist Gottes ist unsichtbar. Gott ist unsichtbar. Das ist ein Titel von Gott, dass er unser Vater ist.
Und dass er der Geist Gottes ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das bedeutet, dass Gott in uns wohnt. Das heißt nicht, dass wir drei Götter anbeten. Allah hat das wirklich, glaub mir, Hand aufs Herz, Mustafa, guck mal, mein Lieber. Glaub es mir. Allah hat selber nicht verstanden, dass Christen nur einen Gott anbeten. Vertrau mir. Warum sollte ich dich hier anlügen? Guck mal, ich kann auch im Bett chillen. Glaub es mir. Einfach so, dass alle Menschen in die Hölle gehen. Fertig. Keiner muss mehr evangelisieren. Keiner muss missionieren. Keiner muss mit Liebe die Ungläubigen ja, belehren, dass sie zu Christen werden. Einfach alle chillen. Liebe. Ja, und das war's. Pass auf. Ich zeige dir das jetzt nochmal hier. Und zwar in Vers 17. Und als ich ihn sah, Gott, ja, Johannes hat ja diese Offenbarung bekommen, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, ja, wie gelähmt. Ja? Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Wie sagt er wieder? Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Wir wissen ja, dass Gott nicht sterben kann, richtig? Ja, mein Hier Gott meint, schon. hier, ja, richtig, aber hier meint er, dass er im Fleisch gestorben ist. Gott kann nicht sterben, steht ja in der Bibel. Wie kann denn ein Geist sterben? Das, was du selber in dir hast, Mustafa, wenn du stirbst, da wird doch dein Körper begraben, aber dein Geist lebt doch, ne? Entweder Himmel oder Hölle, richtig? Ja. Dieser Nefs, der dann in deiner Religion vor Allah geht, der kann genauso gut bezeugen, dass du gestorben bist, weil dein Körper ist gestorben, das heißt, der ist begraben. Wenn Gott will, kann der deinem Nefs zeigen, wo du begraben liegst. Und dann sagst du dasselbe. Ah, oh, guck mal, ich bin tot. Ja, weil dein Körper tot ist. Deswegen, Gott wurde Mensch und sagt hier genauso, ich war tot, sein Körper. Guck, Aber was ich vorher siehe, ich meinte mit. lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Guck mal, er sagt selber, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Guck, ich habe hier vorher das mit diesem Spielchen gesagt, dass da niemals so richtig klar steht. Und Teil dieses Spielchens, meiner Meinung nach, ist auch, du denkst ja, der Sohn und der Vater und der Geist sind alle gleichberechtigt, gleich hoch und so weiter. Oder? Salam alaikum. Waalaikum salam Alaikum. wa rahmatullahi barakatuh. Harut. Ja, bitte. Du denkst ja, dass Sohn, Vater, Heiliger Geist alle gleich hoch sind, gleich Gott sind und so, oder? Guck Also mal, keiner ist über dem anderen von denen. ich wollte dir auch, guck mal, das passt sogar, ich wollte dir sogar eine andere Stelle zeigen. Ja, sogar eine Schwester hat das unten geschrieben. Offenbarung 21,7 steht ja auch geschrieben, dass der Herr Jesus Christus selber sagt, ich werde euer Gott sein. Sollen wir das Okay, aber ablehnen? warte kurz, beantworte mal die Frage, bevor du das wieder aufmachst. Ja. Ja, hast du die Frage gehört? Wir glauben, dass Gott Geist ist, ja, und Gott sich Ja, offenbart hat. Gott hat sich offenbart als, guck mal, hat Gott auch sich nicht offenbart in dem brennenden Dornbusch? beantworte einfach die Frage. Nein, nein, guck mal, haben wir jetzt vier Götter? Wenn Gott im Gebüsch, in diesem Busch war, als er gebrannt hat, wo Mose Nein, es da, geht nicht um das. Es geht jetzt ist gerade das nicht darum. zu sagen, dass das jetzt der vierte Gott ist und Nein, das will ich. als Ich Abraham drei frage Männer nicht. gesehen hat, ist das dann der fünfte, sechste, siebte Gott? Worauf willst du hinaus? Ich frage dich nur, ob der Sohn, der Vater und der Heilige Geist gleich Gott sind. Also keiner ist über dem anderen gestellt. Das ist meine Frage. Genau, guck mal, der Heilige Geist ist Gottes Geist. Das ist der Geist Gottes, der den Tod überwunden hat in dem Herrn Jesus Christus. Deswegen bezeugen wir ja auch, der Heilige Geist, also der Geist Gottes, der in Jesus Christus gewohnt hat und den Tod besiegt hat, den können wir erst, also seit über 2000 Jahren erst empfangen. Seit Pfingsten. Wo der Heilige Geist ausgegossen wurde in der Apostelgeschichte. Das ist der Geist, der in Jesus Christus den Tod besiegt hat. Deswegen be bezeugen wir auch immer und verkünden den auferstandenen Herrn an Ostern. Ja, du wohnst in Deutschland. Weißt du, was Nein. Ostern bedeutet? Weißt du, was Pfingsten bedeutet? Das sind zwar keine Tage, die wir halten oder so Werksgerechtigkeit dadurch erreichen.
Aber das ist zum Gedenken daran, was passiert ist. Die Auferstehung oder so, glaube ich, oder? Ja, Auferstehung, also es gibt als Feiertage in dem Sinne, ne, gibt es, wo der Herr halt gestorben ist, auferstanden ist zu Ostern, danach zu Pfingsten, also Pfingsten, was wir jetzt vor kurzem gefeiert haben, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und davor habe ich was vergessen, Christi Himmelfahrt, wo der Jesus Christus wieder zurück zum Himmel fährt, wo er angebetet wurde. Er wurde ja angebetet, er wurde als Baby angebetet. Er wurde sogar, also er wurde in seinem Wirken angebetet, in seinen 3 Jahren Dienst. Und er Als wurde Baby kurz, wurde er angebetet. er wurde angebetet als Baby, ja. Auch von seiner Mutter. Das steht da nicht explizit drin. Okay. Jetzt Er wurde antworte mal angebetet. bitte auf die Frage. Der Sohn ist gleich hoch wie Vater, oder? Sag ja oder nein einfach. Nicht als Ostern oder so. Einfach ja oder nein. Das ist derselbe Gott, Gottes Geist, ja. Also sind sie gleich, wie ich gedacht habe, oder? Ja, es ist ein Gott, der sich offenbart hat in 3 verschiedenen Offenbarungswegen. Wie soll denn etwas höher oder niedriger sein, wenn es denn derselbe Gott ist? Ja, das war ja meine Frage, ob er, weil es gibt auch manche Christen, die sagen, dass der Vater am höchsten ist und danach kommt der Sohn. Okay, Mustafa. Ich frage dich jetzt ganz ehrlich, was heißt das denn, wo der Jesus Christus in Johannes 10, Vers 30 sagt, der Vater und ich sind eins? Oder wo in Johannes 14, wo Philippus zu ihm sagt, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Er sagt So auch, von ich mir? und die Jünger sind eins. Ja, Also das gut. Gut, ja, in einem Geist. Oder ein Leib und Seele. Ja? ja, so könnte das Aber. mit dem Sohn und dem Vater auch sein. Dann hast du 15 gehört oder so. Ja, aber Philippus hat doch den Herrn Jesus Christus gefragt, zeige uns den Vater. So von wegen, von Mensch zu Mensch, ja, zeige uns endlich Gott. Er hat ja immer noch nicht geglaubt, dass er in dem Sinne gezweifelt hat, dass Gott Mensch wurde. Hat ihn gefragt, zeig mir endlich Gott, dann reicht es mir. So von wegen, er wollte, dass der Himmel sich öffnet und dass er Gott auf seinem Thron sitzt. Das war's. Dann hätte er in Ruhe geschlafen, so von wegen. Oder es hätte ihm dann gereicht. Aber Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und du willst noch den Vater sehen? Wer mich gesehen hat, hat doch schon den Vater gesehen. Und du sagst, zeige uns den Vater? Ja, okay. Du hast jetzt mit Ja geantwortet. Adlerblick auch. Wenn dieselbe, dasselbe sind, dann können kein einer nicht drunter oder drüber von dem anderen sein. Hat, glaube ich, Adlerblick gerade gesagt. Nein, Und. darauf wollte ich hinaus. Ich habe jetzt Ja, keinen okay. kategorisiert. Ja. Ich Und suche ich nur wollte Google, jetzt wie es sagen, selbst gefangen. wieso wird er. Mustafa, was wolltest du fragen? Ja, ich war gerade am Reden. Wieso wird der Vater so in der Bibel, so in vielen Passagen, die ich schon mal gehört habe, ich kann jetzt nicht alle nennen, ein paar weiß ich noch, dass der Vater so immer so wie so eine Vater-Sohn-Geschichte bei den Menschen, dass der Vater über dem Sohn ist. Wieso wird das immer so dargestellt? Ja, Mustafa, guck mal, das Ding ist, bevor der Herr Jesus Christus Mensch wurde, ja, also bevor Gott Menschengestalt annahm, gab es das ja nie, richtig? Noch nie. Was wir glauben ist, dass das eine einmalige Geschichte ist. Das heißt, vorher ist noch nie Gott Mensch geworden. Ah ja, Das und ist eine einmalige. was eigentlich mit den Menschen die vor Jesus geboren wurden, passiert? Also, die konnten ja nicht an seinen Tod an dem Kreuz Viele, glauben. doch es wird beschrieben, dass viele durch die Werke bewiesen haben, dass sie an diesen Gott geglaubt haben. Abraham zum Beispiel wurde, weil er ein gläubiges Herz hatte, er wollte ja, Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, dass er Isaak opfern soll. Ne? In der Bibel steht das geschrieben. Und er hätte es gemacht. Ja, und Gott hat das dann gestoppt. Das ist so viel Glauben. Ja, oder es gibt viele Stellen, ja, Also die mussten nur an Durch den Gott glauben und Glauben, nicht an den Tod von Jesus an dem Kreuz. die wurden durch den Glauben gerechtfertigt und das haben sie durch ihre Werke bewiesen. Ja? Das Ding ist, dass Menschen, die vorher gelebt haben, ja, vor der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus, da entscheidet ja Gott nach den Gesetzen.
Nach dem Gesetz. Also nach diesen grausamen Gesetzen in dem Alten Testament, meinst du? Ja. Okay. Wieso ist denn das ein Gesetz aus, wenn du nennst das Alte Testament grausam, aber glaubst an den Koran und die Sunna? Ja, genau. Ja, aber dein Koran ist ja quasi nur das Alte Testament, nur dass es allgegenwärtig gültig ist. Nee, ich glaube nicht so, weil in dem Koran ist es die einzige Art, sich von Sünden zu bekehren, durch Menschenblut. Ja, ich glaube, du verstehst das mit dem Menschenblut nicht, aber das Ding ist ja jetzt, in dem Koran und in der Sunna wird ja beschrieben, also gerade in der Sunna, wie man Menschen kreuzigt, wie man Menschen verbrennt und sowas alles. Das nennst du jetzt nicht grausam? Wie man Menschen verbrennt? Ja, auch Menschen wurden verbrannt, auch, ja. Nur Allah straft durch das Feuer, niemand anderes, und es ist verboten, durch das Verbrennen zu strafen für die Menschen. Atablik, ich habe was, Ja. bevor wir da weitergehen, gestern hat's ja gemerkt, wie wir saßen im Kino, spannendste Phase und dann ging Akku leer. Ja, Aber leider. es war auch eigentlich, jetzt nicht wegen der Uhrzeit schon spät und schlafbereit, es war auch eigentlich der pe beste Zeitpunkt, weil wir haben genau die Verzweiflung gesehen. Guck mal, Janik, das war wie, stell dir mal vor, du bist neu in der ersten Klasse. Und du bist noch so frech vom Kindergarten gelernt. Und die ganze Zeit muss der Lehrer dich ermahnen. Wir sind in der Schule, wir sind nicht mehr im Kindergarten. Ne? Benimm dich. Genauso war das. Der ist da hingegangen und der war so verzweifelt, dass er ihn sozusagen erstmal ermahnen sollte. Und er hat ja so gelogen, Janni. Ja? Und gesagt, er war schon öfters hier und dies und das. Und das passiert, weil wenn wir euch was erklären, guck mal, ich zeig dir ein Beispiel, Mustafa, jetzt. Guck mal. Über was redest du gerade überhaupt? Guck mal. Was ist das? Die Relativitätstheorie von Albert Genau. Einstein. Du weißt, dass das für viele Menschen schwer zu verstehen ist, richtig? Genau. Aber es gibt Menschen, die das verstehen, oder? Ja. Dass diese Energie extrem immens anwächst, wenn Masse mit dieser Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde auf einen Meter hoch 2 genommen wird. Das heißt, also wenn die Masse nur ein wenig steigt, ist die Energie schon übertrieben krass höher. So, das verstehen die Menschen, aber wenn wir Christen was erzählen und uns unseren Glauben einfach erzählen, nein, das kann nicht sein, nein, das kann nicht sein, wo steht das, wo steht, wir zeigen alles, Janne, alles. Und trotzdem werden wir unten beleidigt. Das kann nicht sein. Gott kann das nicht. Euer Gott kann das nicht. Ja, nee. Wir wissen doch, und alle Scheichs aus dem Islam sagen ja auch, die geben das zu. Hör mal zu, Mustafa. Die geben das zu, dass Allah nicht derselbe Gott ist wie Jahwe aus dem Alten Testament. So von wegen, was wollt ihr dann jedes Mal von uns? Welche Schicht ist das? Ihr wollt mit Zwang, dass wir Muslime werden. So fühlt es sich immer für uns an. Ich Deswegen habe kommen die hoch so. und beleidigen uns, die wollen uns töten, die wollen uns verfolgen. Und dann wird immer erzählt, nein, das ist nicht der wahre Islam, ISIS ist nicht der wahre Islam. Nenn mir eine Sache, die ISIS nicht gemacht hat, ja, was Mohammed nicht gemacht hat. Also, ISIS hat alles gemacht, was Mohammed gemacht hat. Sogar, die haben sogar, Adler, du hast ja gestern sogar gesagt, die haben sogar ein paar Sachen nicht gemacht, weil der Mohammed sogar noch schlimmere Sachen gemacht hat. Dings, ich wollte gerade sagen, ich habe von ein paar jüdischen Rabbis gesehen, die das Alte Testament, die dann gelernt sind. Die sagen auch, dass sie an denselben Gott wie die Moslems glauben. Ich hab noch nichts über irgendwelche Also, muslimische Scheichs gesehen, die darüber sagen, das dass hat das der nicht Papst auch derselbe Gott gesagt, aber ist ja gar kein Problem, dass auch der Papst das gesagt hat. Trotzdem glauben wir nicht ist. daran, Genau. dass wir denselben Gott haben, weil euer Gott ist definitiv anders als unser Gott. Unser Gott ist wirklich barmherzig. Wirklich Unser Gott barmherzig. ist wirklich allvergebend, Al-Rafur und so. Also das ist ja das, was ihr beschreibt, ne, da sehe ich immer wieder den Herrn Jesus Christus drin. Ich finde das immer so heftig, so wie ihr über Mohammed Ich redet, finde wie ihr selbst über Allah keine redet. Gerechtigkeit im Christentum. Pass Es ist auf, nicht pass auf. gerecht, jemand anderen Warte. für die Sünden von anderen ans Kreuz zu schicken und Pass auf, sie pass sterben zu auf. lassen, dafür, dass Guck andere mal. Menschen gesündigt haben. Das ist Gottes Gerechtigkeit, aber damit hast du dann ein Problem. Pass auf hier. I will answer, by the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim
Allah is Yahweh. We never claim this. Allah mentioned to us in the Quran about his name. And he named himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah. And he named himself as will reveal on the tongue of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Quran, or the tongue of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah has 99 names of the ones we are aware of now, nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. If you can take just one more step and go around, talk to your Dawah teams to remove all material which says Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, as if they're all talking about the same God. If you go take that material out of circulation, that'll be a benefit to all of us. Takbir, hast du gehört am Ende? Der sagt sogar, tu mir noch mal einen Gefallen, wenn Allah, wie du sagst, nicht derselbe Gott ist, wie Yahweh, dann geh zu deinem Dawah-Team, zu allen von dem Dawah-Team, und das sage ich auch zu den allen, die hier sind, weil es auf TikTok, entfernt all eure Materialien, wo ihr behauptet, dass Yahweh derselbe Gott ist wie Allah, dass derselbe Gott, der sich in der Bibel offenbart hat, derselbe Gott angeblich ist wie Allah. Guck mal, alle klatschen sogar. Yahweh ist doch nur Gott, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also in einer anderen Sprache Gott. Nein, das ist der Name Gottes, so wie Allah. Allah ist der Name deines Gottes. Deswegen sagst Allah du auch, Allah heißt auf Arabisch ja auch Gott. Das meine ich. Nein, das heißt nicht Gott. Du sagst ja in der Shahada, sagst du La ila, es gibt keinen Gott. Il Allah, außer Allah. Ja, sonst macht das ja keinen Sinn, wenn du sagst, es gibt keinen Gott außer Gott. Das ist ja unlogisch. Im Arabischen sogar ist die Verneinung des einen Gottes Ille. La ille, es gibt keine Gottheit. Il Allah, außer Allah. Deswegen sagst du auch in der Surah Fatiha, wenn du dein Gebet machst, Bismillah al-Rahmani Rahim. Alhamdulillah. Da schreibt einer Al-Bindestrich-La, der Gott. Heißt das? Nein, das ist falsch. Das hat ein Christ geschrieben, ich weiß. Also. Dann ist er ein Ignorant. Oder weiß ich was. Das wird mittlerweile in der arabischen Sprache wirklich so verwendet, weil das halt über die Jahrhunderte, die auch der Islam da geherrscht hat natürlich, wurde das halt eben einfach angepasst. Aber es ist auch ein Eigenname für Gott im Islam. Genau. Ganz klar. Wenn wir sagen, dass der Gott von Abraham, der Gott von Noah, der Gott von jedem Propheten, an dem wir glauben, Allah ist, dann sagen wir, dass er die alle geschickt hat mit einer Botschaft an die Menschen. Das meinen wir damit. Wir sagen jetzt nicht, dass die heutige, das, was ihr als Altes Testament seht, nicht, sagen wir nicht, das, was Allah an Moses gegeben hat, als Tora, dass das dieselbe Tora ist, die wir heute in der Hand halten können. Da ist der Unterschied. Harut, könnte ich ganz kurz auf das eingehen, was er vorhin gesagt hat, dass von wegen, da wurden keine Menschen verbrannt, etc. Gerne, Bruder. Kannst du kurz groß machen? Ja, das mit dem Menschen verbrannt habe ich auch gerade gelesen. Da wurde jetzt eine Fatwa erstellt, dass man nicht damit richten soll, aber es wurde früher damit gerichtet. Also. Da habe ich Text. Ich kann es dir erst hier auf sunna.com zeigen, damit du weißt, was ich meine. Aber da ich davon ausgehe, dass die meisten Leute kein Englisch können, ich habe hier eine deutsche Übersetzung davon gefunden. Ikrama berichtete, dass Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, einige Leute verbrannte. Als Ibn Abbas davon erfuhr, warte ich mal ein bisschen kleiner, weil das ist zu groß, so, davon erfuhr, sagte er, an seiner Stelle hätte ich sie nicht verbrannt, denn der Prophet Allahs Segen und Teil auf ihm sagte, vollzieht keine Strafe, mit der Allah selbst bestraft, und ich hätte sie hingerichtet, wie der Prophet Allahs so Segen und Heil auf ihm sagte, wer seine Religion ändert, den sollt ihr töten. Sahih al-Bukhari. Die Frage, was ich mich hier stelle, ist, warum Allah überhaupt mit Feuer bestraft. Ist es nicht die Strafe Satans? Das zugelassen hat und auch zugelassen hat quasi, dass er mit Feuer verbrannt wird von einem Sahaba. Lass mich mal jetzt ausreden, weil das hat überhaupt keinen Sinn gemacht gerade. Du wolltest jetzt damit beweisen,
dass Muslime doch mit Feuer bestrafen und dass es richtig ist. Aber man sieht in dem Hadith, dass er das gemacht hat und der andere hat ihn darauf hingewiesen, dass er das nicht machen soll, weil nur Allah mit dem Feuer straft. Ja, aber du hast ja gesagt, es wurde nicht mit dem Feuer bestraft. Aber gerade, das stimmt ja nicht. Es wurde ja mit Feuer bestraft. Ja, und du hast gesagt, natürlich nein, mit Feuer wurde aber nicht bestraft. Natürlich wurde mit Feuer bestraft. Ich hab gesagt, das ist nicht richtig. Und wenn ich das nicht gesagt habe, dann meinte ich das. Dann tut mir das leid, falls ich es falsch gesagt habe. Gar kein Problem. Natürlich wurde schon mal mit Feuer bestraft, aber es ist halt nicht richtig aus unserer Sicht. Und du hast gesagt, dass das Feuer, dass die Bestrafung oder keine Ahnung, irgendwas von Satan ist. Laut eurem christlichen Glauben sind wir ja auch im Höllenfeuer. Und da straft ja auch Gott mit dem Feuer. Also das hat schon wieder keinen Sinn gemacht. Also ich weiß nicht, was ihr damit jetzt bezwecken wolltet mit diesem Hadith. Ja, einfach nur um zu beweisen, wie grausam das ist. Also du sagst ja, das Alte Testament voll grausam, dies, das. Und ich beweise dir, dass es absolut grausam ist. Und dein Buch ist quasi noch allgegenwärtig. Das ist ja das Problem. Schau, da stand, dass Ali radiallahu anhu mit dem Feuer Menschen getötet hat. Dann ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da hingekommen ist und ihm gesagt hat, dass er das lieber nicht machen soll, weil nur Gott mit dem Feuer straft. Alles, was ich damit zeigen wollte, ist, dass es eine grausame Bestrafung ist. Ist es auch. Kreuzigung ist immer noch legitimiert und das ist auch eine grausame Bestrafung. Köpfen ist auch eine grausame Bestrafung und ist immer noch legitimiert. Dann hast du ja nur meinen Punkt bestätigt, dass nur Gott mit dem Feuer straft und kein Mensch sollte mit dem Feuer strafen. Aber trotzdem wurde es früher praktiziert. Diese Praxis ist nicht nur früher praktiziert. Aber wenn es früher praktiziert wurde, heißt es nicht, dass es richtig ist. Diese Praxis, also wurde es dann quasi wieder später erst verboten. Ja, diese Praxis wurde nicht nur früher praktiziert, sondern auch heute noch praktiziert. Arabien hat Stellen, so wie in Deutschland Stellenausschreibungen gibt, wie zum Beispiel für einen CNC-Dreher oder einen Dachdecker, werden in Arabien Stellenausschreibungen gemacht für Henker. Das ist so heftig, ne? So, hat man gesehen, wie diese Scharfrichter da aussehen, ne? Die sind so in so einem komplett schwarzen Gewand und so, haben dann immer so ein riesen Schwert mit sich. Ich denke mir, Junge, Alter, in was für einem Jahrtausend lebt ihr denn überhaupt? Die suchen nicht nach CNC-Dreher, die suchen nach Henker. Das ist so heftig, ne? Damit sie halt Gottes Strafe quasi dann auf Erden vollziehen können für den Staat, der das dann meistens auch für sich ausnutzt. Mhm. Das ist so heftig. Aber auch dort muss man natürlich sagen, wenn Christen dort wohnen, ja, wenn Christen dort wohnen, die Bibel sagt ja, dass Gott sagt, wir sollen uns der Obrigkeiten jedes Staates unterordnen. Das heißt, wenn ich dort wohnen würde, Mustafa, als Christ, müsste ich mich auch dort unterordnen, dem Gesetz, und natürlich alles dafür tun und aufpassen, dass ich nicht gegen den Staat rebelliere. Das heißt, wenn ich hier nicht Steuer hinterziehen soll, dann auch nicht in einem muslimischen Land. Wenn ich hier niemanden töten soll, dann auch da nicht. Wenn ich hier nicht lügen soll, dann auch da nicht. Egal, wo ich wohne als Christ, ich muss das annehmen, das Gesetz von diesem Land, ja, weil Gott zugelassen hat, dass es in dem Land die Todesstrafe gibt. Ja, wie auch in den USA. Ja, in den USA gibt es ja noch in ganz, ganz vielen Staaten die Todesstrafe, das weißt du. Und wenn ich da wohne, muss ich als Christ, genauso wie in einem muslimischen Land, sage ich mal, wenn ich jetzt auch in der Türkei wohne, was nicht so hart ist, aber sagen wir mal in Saudi-Arabien oder in so zum Beispiel sogar in Nordkorea, wo sogar Bibeln verboten sind. Wenn ich als Christ dort wohne, ich muss mich in jedem Land der Obrigkeit unterordnen. Das heißt, ich muss so leben, wie es Gott gefällt, weil Gott hat diese Gesetze dort zugelassen. Zum Beispiel in Singapur darfst du kein Kaugummi auf den Boden schmeißen, sonst kriegst du eine übelste Strafe. Das ist richtig sauber dort. Das dürfen also wir nicht. Also wärst du jetzt in Nordkorea, würdest du nicht mehr die Bibel lesen, sagst du? Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer dort. Da gibt es Christen halt, die so im Untergrund sind, habe ich mal gelesen. Ja, aber die im Untergrund, die machen ja was Falsches nach deiner Meinung jetzt, weil die das gar nicht dort dürfen, oder? Pass auf. Und Gott hat ja zugelassen, dass sie das nicht dürfen dort. Ja, Mustafa, es gibt einen Unterschied. Wenn da steht, wir dürfen es nicht verteilen, ja, dann es gibt immer einen Unterschied zwischen Gottes Gesetz, also was die Bibel sagt, und zwischen den Gesetzen. Das heißt, wenn Gottes Wort dem widerspricht, sagen wir mal ein Beispiel,
In Deutschland sagen die jetzt, ab morgen darfst du keine Bibel mehr verteilen, ne? Oder nicht mehr evangelisieren, nicht mehr missionieren. Dann darf ich ja ab morgen auf TikTok nicht mehr missionieren, richtig? Aber das mache ich niemals, weil das gegen Gottes Wort ist. Gott sagt, predige das Wort, egal ob gelegen oder ungelegen. Deswegen sind ja Dann auch hast die du ganzen. vorher was gesagt, hast, Kenzi. Dann würdest du dich nicht dem, wo du gerade lebst, unterordnen, wie es eigentlich Gott gesagt hat, wie du vorher gesagt Ich hast. sage ja, solange es nicht gegen das Wort Gottes kollidiert. Ja, wieso Ja, dürfen dann wir dann müsstest auch du in nicht plötzlich einfach Saudi-Arabien ja beginnen, auch jemanden zu töten? dagegen sein. Ich Was du dürfte ja vorher als nicht einfach Beispiel gegen genannt als hast. Scharfrichter, nur weil es in Saudi-Arabien erlaubt ist, als Scharfrichter zu arbeiten, darf ich nicht einfach als Scharfrichter arbeiten. Verstehst du das? Genau. Ja, das habe ich nicht gemeint. Ich meine, mit dem Gesetz unterordnen, danach leben. Ich glaube, das hast du auch gemeint, oder? Ja, Also, kein. solange es nicht. Ja. Guck mal, stell. Okay, Mustafa, eine andere Frage. Zum Beispiel, sagen wir mal, in irgendeinem Land ist es plötzlich erlaubt, Rache selber auszuüben und jemanden umzubringen. Das halte Ja. ich doch niemals ein. Wenn im Gesetz steht, jeder Mensch darf selber Rache ausführen und den Mörder seiner engsten Familienangehörige ersten Grades selber umbringen, wenn er ihn sieht. Sagen wir mal, das ist erlaubt. So ein krankes Gesetz. Dann mache ich das aber als Christ nicht. Warum? Weil das gegen die Bibel ist. Gegen Gottes Wort. Gottes Wort sagt, du sollst nicht töten. Sagen wir mal, in einem anderen Land steht geschrieben, ab heute ist Steuerhinterziehung erlaubt. Was zwar jetzt keinen Sinn macht. Ich sage dir das aber. Das heißt nicht, dass ich das ausnutze, weil Gott sagt, wir sollen unsere Steuern bezahlen. Also da musst du deine Aussage von vorher ändern, dass du dich dem jeweiligen Gesetz des Landes unterordnest, wenn es nicht dem Gesetz Gottes widerspricht. Hab ich ja gesagt. Du hast ja danach gut aufgepasst. Danach habe ich dir das ja beantwortet. Ja, am Anfang hast du es nicht gesagt, wo du es erklärt hast. Ja, ich hab's nicht ausführlich. Ich habe nicht die Er hat andere ja Seite erwähnt. währenddessen Genau. erklärt. Die letzte Minute, die er gesprochen hat, hat er ja nur damit beschäftigt, quasi, um dir das nochmal ein bisschen näher zu erläutern. Ja, nachdem ich danach gefragt habe. Können wir jetzt auch Genau. anfangen, auf Fragen für dich zu stellen? Weil ich habe jetzt hier bestimmt 5 oder 10 Fragen oder so mitbekommen. Dürfen wir jetzt mal mit der Gegenfrage anfangen, oder? Bruder, ich bin kein Gelehrter. Ich weiß nicht, ob ich dir darauf antworten kann. Ich bin hier reingekommen, um Fragen zu stellen, nicht um Fragen zu Aber beantworten. Mustafa, Okay. du weißt, auch die Okay, das Gelehrten, akzeptiere ich. ja gut, das können wir akzeptieren, aber du weißt, beispielsweise, du gehst ab morgen an der Al-Azhar-Universität oder an irgendeine Universität, wo du deinen Doktortitel machen kannst oder deinen Masterabschluss und dann dort im Islamwissenschaft und darfst danach als Scheich oder natürlich als Imam arbeiten. Du weißt selber, dass du selber mit den Quellen lernen wirst, mit der Sunna zum Beispiel, als sunnitischer Muslim, mit denen wir hier argumentieren, also mit den Tafsiren, die wir vorlesen, Ja, ich mit den habe auch Hadith. oft gesehen, wie eure Fragen hier von anderen Menschen, die sich besser auskennen im Islam als ich, beantwortet wurden. Und ihr jedes Mal irgendein, ja, ihr bringt jedes Mal entweder Daif-Hadithe auf oder interpretiert die falsch, liest Hadithe Mustafa, halb, wir haben, bevor ihr ich eine habe bis Frage jetzt beantwortet. keinen einzigen Daif-Hadith genannt, wirklich. Das geht schon Keinen wieder in einzigen. eine ganz, ganz ekelhafte Richtung schon wieder hier. Ja. Das geht schon wieder in eine ganz, ganz ekelhafte Richtung, wo jetzt wieder irgendwelche Genau. Behauptungen fallen, wo einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich bin allergisch gegen sowas, wirklich allergisch mittlerweile. Okay, Chef. Wir sagen ihm ja in Liebe die Wahrheit. Wir haben bis jetzt wirklich, Mustafa, und auch wenn es naiv ist, wenn es schwach ist, es steht Trotzdem aber da, akzeptiert. es wird akzeptiert als Hadith. Und wir haben bis jetzt trotzdem keinen einzigen Daif genannt. Und guck mal, was sogar noch krasser passiert ist vor 2, 3 Tagen. Da ging es um die Schöpfungsgeschichte. Und wir haben in 2 Suren gezeigt, dass Allah einmal in 6 Tagen die Erde erschaffen hat und einmal in 8 Tagen. Und in dem Tafsir steht drinnen, dass Ibn Abbas, der höchste Gelehrte, Ah ja, das geschrieben wollte ich hat. auch nochmal sagen. Da habt ihr Abu Sufyan nicht verstanden. Er Pass hat auf, nicht er hat gesagt, gesagt. dass er nicht vertrauenswürdig ist. Doch, doch. Sag mir, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Ibn Abbas ist nicht authentisch. Und Er dann hat gesagt, musste. die Überlieferungskette zu Ibn Abbas ist nicht authentisch. Er hat nicht gesagt, dass er selbst Schwachsinn geredet hat. Er hat gesagt, dass die Überlieferungskette zu ihm unauthentisch ist.
Er hat nicht gesagt, dass er selbst unauthentisch ist, weil der Prophet hat ja zu Allah gebetet, dass er ihn. Guck mal, wir hatten dass sogar, er, ja, du weißt wir schon. Hatten sogar seinen Meister hier, seinen Meister war auch hier. Ja, er hat sogar selber gesagt, dass Sunan ibn Majah nicht authentisch ist, obwohl das Sahih Hadithe sind. Immer wer ist wenn der der Hadith. Wir haben die. Ach so. Guck mal, ohne Witz, wir lieben ihn. Ja, mittlerweile haben wir uns auch schon an seinen Ausraster gewöhnt. Ja, nee, aber immer dieses Beleidigen, den beleidigen. Ja, Bruder, den ihr lässt ihn so nicht ausreden, ich sehe das ja. Ja, ich weiß, lass mich ausreden. Ja, nee, guck mal. Das ja, Bruder, lass ihn doch einmal mal ausreden, das ist doch nicht so schwer. Ich schreit die ganze Zeit rum und hab keinen Respekt. Und ihr seid dann in den Kommentaren und befeuert ihn auch noch. Ihr tut auch noch, anstatt ihn zu stoppen, tut ihr ihn auch noch befeuern, dass er so weitermacht. Die schreien dann immer rein, haben die Löwe, hast du gut gemacht, Knockout haben die. Als wenn er so sein Titel wäre, als wenn er so ein UFC-Kämpfer wäre, den Knockout haben die. Du weißt doch, wie der ist, der hat sogar das N-Wort gesagt, eine Ochsenbille. Er schwört jedes Mal auf sein Allah. Man soll nicht schwören. Zweimal hat er das gesagt. Ich glaube, er hat gesagt, dass sein Vater oder jemand in seiner Familie, ich weiß nicht genau, Dunkelhäutig hieß. Ja, aber guck mal, wir hatten hier gestern zum Beispiel einen Schwarzafrikaner im Chat, der heißt Cheikh, den kennst du ja auch, Harut. Der hat gesagt, der Hamdi, der ist nicht schwarz. Wieso sagt er so etwas? Der hat sich voll aufgeregt gestern im Chat. Das habe ich auch voll verstanden. Ich habe ja auch direkt danach gesagt, Hamdi, das kannst du nicht sagen, sowas. Ich war ja voll geschockt, dass der plötzlich hier so die N-Wörter, Endbombe um sich wirft. Du bist nicht schwarz, Hamdi. Du hast keinen Alltagsrassismus aufgrund deiner Hautfarbe erfahren. Wenn du dich irgendwo in irgendeiner Schule angemeldet hast oder so, dann wurdest du nicht komisch angeguckt. Wo du einkaufen warst, wurdest du nicht komisch angeguckt. Also lass das auch. Er hat dir gesagt, ich glaube, er hat gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ich bin N-Wort oder, oh, ich weiß nicht, ob er das N-Wort oder dieses arabische Wort, was Onkel Dauer gesagt hat, was er euch erklärt hat, gesagt hat. Ich habe es nicht genau gehört. Aber er hat gesagt, ich bin bla bla und ich bin stolz drauf. Also er hat sich selbst gemeint. Ja, aber ist er denn schwarz? Er hat ja dann nicht versucht, irgendwen zu beleidigen. Nee, das sagt ja auch keiner, aber ist er denn schwarz? Und er hat ja auch dem anderen, den Abu Hanjar hat er ja Endpunkt Punkt genannt, ne? Nicht sich selber. Come on heißt ja komm her und dann das Wort. Also, das hat ja irgendeiner von uns gesagt. Ja, aber weißt du, was hier passiert? Guck mal, Mustafa, das Ding ist, genau da kommt die Heuchlerei. Ich sage, wir sind Menschenanbeter, obwohl wir glauben ja, dass der Jesus Christus Mensch wurde. Dass er vorher Gott war, Mensch wurde und wieder zurückgegangen ist. Menschenanbeter. Während seines Sprachgebrauchs hat er auch letztens gesagt, ja, glaubst du, dass... also dass Maria geschwängert wurde vom Heiligen Geist. Ganz schnell, der redet ganz schnell. Ja? Ja, man hört das gar nicht, damit man nur ein Ja sagt. Dann alle Videos sind zusammengeschnitten. Guck mal, ich mache jetzt so, der nimmt mich gerade auf. Dann macht er ein Video daraus, wo steht, glaubst du, dass Allah der Schöpfer ist? Und der nimmt das hier von mir. Alle Videos sind so, Hollywood. Haben wir Nein, das schon mal gemacht? Sind Nein. Nicht haben alle wir ihn Videos beleidigt? Sind so. Nein, gar nicht. Der ist hier recht herzlich immer willkommen. Und er war auch gestern wieder da, ganz kurz was gesagt und wieder gelogen. Wir haben die Quelle überprüft, es war kein Schia-Muslim. Er war ein Sunni, er hat die ganzen Bücher geschrieben, Lebensgeschichte geschrieben von Mohammed. Ohne ihn würden wir gar nicht erfahren, was Mohammed sein Leben war, die Sira von ihm. Das machen wir nicht. Wir beleidigen niemanden. Aber er kommt hoch, er beleidigt uns, unseren Gott,